Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus der Lounge hier in Helsinki. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind zum Beispiel Handgepäckskontrollen bei Austrian Airlines. Da gibt es jetzt wieder etwas mehr, wo man aufpassen muss. Lufthansa, die X-Ray Tango, also das Flugzeug, was Allegris hat, das einzige, hat so ein bisschen wieder Pech. Dann geht es weiter mit der Airbus-Geschichte und zwar und Boeing. Warum ist Boeing im Hintertreffen im Vergleich zu den Freunden von Airbus? Airbus scheint den Laden im Griff zu haben. Von AerCap hat der Chef gesagt, woran es liegt. Und er hat wahrscheinlich in meinen Augen damit auch recht. Der Frankfurter Flughafen heult auf hohem Niveau. Man beklagt sich über die unregelmäßige Auslastung. Deshalb fliege ich heute nach Hannover und gucke mir das an. Wir können uns morgen übrigens am Stammtisch treffen. Und die Lufthansa haben wir schon besprochen. Wir haben nämlich bei der Lufthansa noch das Thema Lounge New York. Auch wenn ich hier aus der Lounge berichte, ich trinke selten Alkohol in der Lounge. Insofern wäre mir das in New York vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn da kein Aufsteller oder irgendwas wäre, dass ich dort dann quasi nicht saufen kann. Aber Saufen ist wohl ein Grundbedürfnis. Haben wir sonst noch ein Thema? Ja, ich glaube, ich habe noch ein Thema. Und zwar, ein Mitarbeiter einer Fluggesellschaft fliegt aus dem Flugzeug raus, während jemand anders meint, er müsste die Treppe wegschieben. Ich habe da ein Video für euch. Das Ganze hat sich zugetragen in Indonesien und Gott sei Dank ist da nichts passiert, so wie in Helsinki vor ein paar Jahren was passiert ist. Oder bei Emirates ist da, glaube ich, auch eine Flugbegleiterin, glaube ich, sogar gestorben, als sie aus dem Flugzeug gefallen ist. Also freut euch auf die frisch gepresste Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und morgen zum Stammtisch. Also alles machen, was ihr tun müsst. Tun musst und dann geht das hier auch schon direkt los. Und zwar das erste Thema, was wir haben, ist das Thema von der Lufthansa, die die Miles & More App abschaffen möchte. Und zwar in der Form, dass man es in die Lufthansa App integriert. Und ich muss jetzt ehrlicherweise nicht so weit ausholen, weil die App einfach, ja, speziell ist, die Lufthansa App zumindest. Wenn man andere Fluggesellschaften guckt, und da schaue ich gar nicht weiter, brauche ich auf Finnair zu gucken, da kann ich mit der App in meinen Augen wesentlich mehr Dinge tun und angenehmer machen als mit Lufthansa. Die Miles & More App, die funktioniert. Immer noch die leidige Geschichte in meinen Augen, dass sie sehr unübersichtlich sind, beide Apps. Und jetzt will man sie zusammenführen und das Zitat, was ich euch bringen möchte, ist: Ende des Jahres werden wir die Miles & More App in der Lufthansa App integrieren. Das war eigentlich schon für 2023 geplant, so sagt es Lufthansa. Aber ganz ehrlich, im letzten Jahr mussten wir aufgrund der Engpässe an den Flughäfen zunächst die Verbesserung der operativen digitalen Kundenprozesse priorisieren. Und dann ist es so, dass man dort jetzt auch das bei Lufthansa weiter so vorantreibt. Aber damit bekommt dann Miles & More eben nur eine untergeordnete Rolle in einer App. Ich weiß auch gar nicht, was das dann bedeutet für Promotions, wie zum Beispiel Abtrip und so weiter, dass die vielleicht diese My-Challenge da nicht mehr so, ja, so prominent platzieren können. Ich bin mal gespannt, was passiert, aber da solltet ihr jetzt zu was schreiben. Ich habe das als Frage des Tages, einen Teil der Frage des Tages gemacht, und zwar, wie findet ihr die Idee, aus der Lufthansa der Miles & More App eine zu machen? Und ihr könnt natürlich auch gerne beantworten, was ihr bei der App gerne haben würdet. Ich persönlich hätte gerne eine Funktion, wo ich wesentlich flexibler umbuchen kann und auch wesentlich besser meine Flüge sehen könnte. Das wäre charmant, wenn das endlich klappen könnte. Das nächste Thema ist der Frankfurter Flughafen. Da geht es für mich ja gleich hin, hier aus Helsinki. Und in Frankfurt am Flughafen beklagt man sich über diese unregelmäßige Auslastung. Naja, nun gut, willkommen zurück im Leben. Es gibt natürlich Abschnitte, da hat man mehr, da hat man weniger. Und da ist es so, derzeit haben wir Spitze 100 Verkehrsbewegungen pro Stunde. Und theoretisch wären 126 machbar. Also insofern ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Aber man möchte diese nicht ausschöpfen. Man ist derzeit ungleichmäßig ausgelastet, was natürlich ein Problem ist. Um ein Overpeaking zu vermeiden, so ist der Fachbegriff, den dann der Fraport genommen hat, ist es so, dass man ja, lustigerweise sagt, man möchte jetzt erstmal auf weniger stark ausgelastete Zeiten verweisen. Das ist offenbar gerade Aeromexico als Leidtragenden passiert. Heißt also, dass die da bei Aeromexico auch einen unglücklichen Slot bekommen haben. Und da muss man natürlich sagen, unangenehm. Aber ihr merkt, hier hat man halt Kinder und da können wir, genau, da gibt es viele Fans, die können auch direkt mit ins Bild, dann seht ihr auch, worum es geht.
Insofern, hier ist immer Spaß, hier ist Lärm von draußen mit den Flugzeugen, also es ist eine lustige Sendung. Das nächste Thema, was wir haben, das ist AeroCup. Das ist eine Leasing-Company, die das Krisenmanagement von Airbus lobt. Und zwar deshalb lobt, weil man während Covid und Corona, wo man alles runtergefahren hat, sich an diese Leasinggesellschaft gewendet hat, gefragt hat, ob man für die zumindest produzieren könnte. Und man hat bei Airbus auch nicht die ganzen Ingenieure und Leute rausgeschmissen, wie bei Boeing anscheinend. Und das ist halt das Dilemma. Man kann halt nicht irgendwie, und hier wird der Vergleich gezogen zu Starbucks, man kann halt nicht bei Starbucks irgendjemand nehmen, die Fleischerei-Fachverkäuferin oder die Bäckerei-Fachverkäuferin. Kein Disrespect für diese Berufsgruppen. Aber es ist halt jetzt nicht so wie Sand am Meer, dass jemand ein Flugzeugbauer ist. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, da hat Airbus dann wesentlich strategisch geschickter gehandelt. Und man sieht das ja auch zum Beispiel bei Lufthansa oder bei anderen Firmen, dass man dort leider bei den ganzen vielen Themen halt vergessen hat, was in der Zukunft kommt. Man hat natürlich gedacht, ja, wir haben eine Durststrecke. Aber man hat dann halt einfach nicht an die Zukunft gedacht. Und das ist auch in Deutschland sehr oft so, wenn man an den Handel denkt oder an Bereiche, wo halt leider nicht dort, wo man halt nicht für Nachwuchs sorgt und dann feststellt, oh, wir haben jetzt aber 30 Leute, die in Ruhestand gehen, die halt hochspezialisierte Sachen machen. Und das ist halt das Dilemma. Also da muss man halt wirklich gucken, dass man dort dann halt nicht diese Probleme läuft, wie Boeing läuft. Also hier ein Grund in meinen Augen, was man dort als Thema einen Angriff nehmen sollte, mehr Zukunftsfähigkeit, indem man mehr in Personal investiert. Das Thema Austrian Airlines und Handgepäck ist fast so wie Swiss und die Kofferstasi. Wir erinnern uns ja noch an die Flughäfen Zürich oder aber auch Wien, wo es Leute gab, die vor dem Eingang zur Security gestanden haben und die Koffer eingesammelt haben und gesagt haben, kommst nicht rein. Ich konnte Gott sei Dank immer durch die Hintertür gehen oder aber auch dann bei der Senatorline vorbei, dass man da halt bei den Leuten nicht vorbei musste. Aber wenn man dann angesprochen wird, ist das halt ein Thema, wenn man halt so viel Handgepäck dabei hat. Und das will die Austrian Airlines jetzt machen. Man möchte jetzt auf Größe und Gewicht des Handgepäcks mehr Obacht legen. Bei Gewicht bin ich ein bisschen gespalten, weil British Airways ja 2x23 Kilo zulässt in dieselbe Bin, die Lufthansa oder auch andere wie Finnair eingebaut haben. Aber da ist dann auf einmal nur noch 8 Kilogramm. 23 finde ich schon ein bisschen schwierig, muss ich ehrlicherweise auch gestehen. Aber vielleicht sollte man eher auf die Größe achten. Und lustigerweise ist es ja so, dass Finnair zum Beispiel, wenn die Wet Lease geflogen sind für British Airways, dass sie dann auch die 23 Kilo zweimal an Bord gelassen haben. Aber bei anderen dürfen sie es halt nicht, wo sie sagen, nee, wir haben zum Beispiel ein Problem mit Regularien. Und das ist halt ein Riesenthema. Also, ihr könnt jetzt natürlich gucken, ob das die Flugverspätung reduziert oder nicht. Aber ich glaube, wie bei Finnair das auch gewesen ist, man hat es angekündigt und dann ist das Ganze ganz schnell wieder in der Schublade verschwunden und man hat es dann ja vergessen. Also das ist auch besser so. Und hier könnt ihr natürlich auch sagen, was ihr dazu denkt. Handgepäck wird wieder ein Thema bei Austrian Airlines. Zu Recht ist das etwas, was man in Angriff nehmen sollte. Was man auch in Angriff nehmen sollte bei Lufthansa ist, dass man mehr Flugzeuge mit Allegris ausstatten sollte, weil Allegris, wenn es nur ein Flugzeug hat und das eine Flugzeug ausfällt, sehr viel Presseecho nach sich zieht. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das erste Mal ist der Flieger ja innerhalb der ersten 14 Tage stehen geblieben, weil ein Blitz oder ein Hagelschauer oder was da war. Also auf jeden Fall war da eine Beschädigung. Das ist einen Tag später behoben worden. Jetzt ist es so, dass man auch wieder in Toronto umgedreht ist und gelandet ist. Lufthansa hat sehr hohe Sicherheitsrichtlinien und gibt da auch dem Cockpit sehr große Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn die halt sagen, es ist nicht safe, dann können die auch landen. Und das finde ich halt in Ordnung. Ich denke mal interessanterweise, dass das natürlich wieder Murphy ist. Aber ehrlicherweise, ich habe es euch gebracht, weil ich bin darüber gestoßen und wollte euch das nicht vorenthalten. Aber ist es eine Meldung wert? Könnt ihr auch unten kommentieren. Ist sowas eine Meldung, wenn der Allegris-Flieger ausfällt oder nicht? Weil es hat ja meistens nichts mit Allegris zu tun. Zumindest ist uns das nicht bekannt. Also da könnt ihr viel unten kommentieren. Wir haben ein Thema, was auch interessant ist und das geht mit Lufthansa weiter. Die Lufthansa Lounge in New York darf aufgrund von Regulierungen dort nicht mehr trinken, saufen, veranstalten, weil man keine Liquor-License mehr hat. Und damit ist das Thema Alkohol vorher ein
No-Go. Und interessanterweise ist das so eingeschränkt, das Getränkeanbot nennt das Lufthansa und sie schreiben weiter, aufgrund gesetzlicher Vorschriften können vorübergehend keine alkoholischen Getränke in der Lufthansa Lounge am John F. Kennedy Airport angeboten werden. Wir bitten um Verständnis. Und damit ist halt wirklich der Alkoholkonsum beendet. Ich sage jetzt mal wirklich so, ist Alkohol wirklich so wichtig? Ja, ich kann das verstehen, dass einige das mögen, einige das zum Runterkommen mitnehmen oder mal ab und zu hier ein Glas Wein, ich selber trinke keinen Wein, oder ein Bier oder sowas mal ganz toll ist. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, aber ihr könnt es nachvollziehen und wie wichtig das ist. Ich persönlich muss nur sagen, mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich keinen Alkohol trinke. Ich bin jetzt noch nicht mal hier dazu gekommen, was zu essen, weil ich eure Sendung aufnehmen muss. Weil mein Flieger geht und ich gucke mal ganz genau drauf, wann geht der? Die Finn-App funktioniert ja wieder. Boarding in 7 Minuten, so ist es richtig. Und da muss das raus sein, da muss es fertig sein, damit es heute Abend bei euch läuft. Gut, schreibt, was ihr davon haltet, dass die Lounge jetzt trocken ist. Und ob Alkohol für euch vielleicht nicht ein Thema wäre, wo man einfach sagt, Alkohol sollte wieder bezahlt werden, auch in Hotel-Lounges, damit man weniger Probleme hat. Denn die meisten Passagiere, die leider unruhig sind, haben Alkoholthemen. Also, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt schließen wir die Runde ab, nachdem hier die Lounge relativ laut wird und das auch zu Recht und ich die Leute hier auch nicht weiter mit meinem Gelaber nerven möchte, zeige ich euch mal ein Video und da seht ihr auch direkt, worum es hier geht. Fliegen. Gott sei Dank ist da nicht wirklich viel passiert. Nachdem man an Bord halt wirklich all seine Sachen kontrolliert hat und alles abgezeichnet hat, dass wieder alles geht, das kann passieren. Und das ist natürlich so, in Finnland war es auch so, da war es in 2020 so, dass eine Flugbegleiterin, war das glaube ich hier, runtergefallen ist an einem Flug aus Oulu ankommen. 3,60 Meter ist es übrigens hoch. Um es mal ehrlich zu sagen, damit ihr wisst, das ist jetzt gar nicht mal, also das ist schon viel. Und dann gab es auch noch mal eine Flugbegleitergeschichte im Oktober 2018, 777 von der Boeing. Da ist eine indische Crew aus dem Flugzeug gefallen, da hat sich auch ernsthaft verletzt. Und ich meine, es wäre bei Emirates gewesen, auch eine 777, auch in Indien oder sowas, dass da auch jemand zu Tode gekommen ist. Also insofern ist das kein Spaß. Hier nochmal für euch. Jetzt noch mal ein paar Bilder. Ich drehe mal das Ganze wieder ein bisschen aufs Flugfeld. Dann seht ihr auch die Flugzeuge im Hintergrund. Ihr könnt die Fragen des Tages beantworten. Da haben wir nämlich genau zwei Stück. Wie findet ihr die Idee, aus der Lufthansa und der Miles & More App eine zu machen? Handgepäck wird wieder ein Thema bei Austrian Airlines, zu Recht. Das sind die Themen, die ihr bearbeiten könnt. Ihr könnt noch was zum Alkoholthema sagen oder zu jedem Thema, wo ihr Lust drauf habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Ich hoffe, dass das mit dem Ton heute kein großes Nightmare war. Und ich hoffe, dass wir hier eine Sendung rüberkriegen, die auch gut zu hören war. Und für alle, die einen Podcast hören, sorry, ich weiß, bei euch wird das wahrscheinlich extremer sein. Aber ansonsten morgen zum Stammtisch in Frankfurt und ich gebe euch den Abspann. Also, bis dann, ciao und viel Spaß, bis dann. Thank you.